Hallo und schönen guten Abend und willkommen zu meinem nächsten Season 2 Sorg Guide. Und genau wie geplant kommt jetzt der vierte von meinen vier geplanten Sorg Guides, und zwar die Hydra Sorg. Und ich muss sagen, ich glaube, der Bild hat mich am meisten überrascht. Ich habe die Hydras zum Leveln von 1 bis 100, so ein bisschen in den 80er, 90er Bereich teilweise noch rein benutzt. Und ja, sie haben besser performt als vorher, vor der Season, aber ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht. Aber nachdem ich jetzt die letzten Tage den Build zusammengebaut habe, haben mich die Hydras wieder komplett überrascht. Und ich glaube, von allen vier Builds, die ich jetzt gebaut habe, ist das jetzt wiederum der stärkste Build. Er hat, glaube ich, den schnellsten und auch leichtesten Lilith-Kill. Ihr könnt easy auch Duriel damit machen, das werde ich euch auch heute zeigen. Ich werde euch Lilith und Duriel zeigen einmal. Mal was Besonderes, auch Lilith-Fight, weil der auch relativ easy ist damit. Ja, und wir machen natürlich gleich einen 70er Nightmare-Dungeon, um grob das Verhältnis natürlich beizubehalten, so 60er bis 70er, um das mit dem anderen Bild zu vergleichen. Und als kleines Special zeige ich euch einmal kurz, wie das hier in der Open World aussieht, weil hier ist mein Nightmare-Dungeon und hier ist gerade dieser Blood-Harvest. Deswegen wollte ich mal zeigen, wie grob der normale Killspeed so aussieht und mit dem Oculus das Movement. Und natürlich in der Videobeschreibung gibt es wie immer einen D4-Planer-Link und ich zeige euch einmal heute ganz kurz den D4-Planer-Link, damit wir alle so grob noch mit dem Aufbau zurechtkommen. Und dazu move ich einmal hier zur Seite. Das sind meine D4-Planer. Ihr könnt quasi immer euch den Skilltree ansehen in Ruhe, ihr könnt euch den Paragon-Baum ansehen, die Glyphen und so, weil das brauche ich nicht genau erklären. Das ist einfach nur, oh, der Multiplayer ist hier am besten, der ist hier am besten, ich habe versucht, den effizientesten Weg zu wählen, Punkt, Punkt, Punkt. Ist einfach zum Nachbauen quasi so gedacht. Aber, ganz wichtig, ich habe ganz, ganz viele Versionen immer von den Builds. Ich habe jetzt hier die normale Version, die ich gleich im Nightmare Dungeon laufe. Davon gibt es aber auch noch eine Uber-Version, also mit einer Harlequins Krone. Habe ich selber keine, aber ich mache immer eine. Die Uber-Version konnte ich selber nie testen, aber es ist relativ eindeutig, dass die besser ist als ein normaler Helm. Dann die Oculus-Version, die immer für Helltide und Open-World-Farmen Blood Harvest ist, was ich euch jetzt gleich ganz kurz zeigen werde. Boss Full-Damage-Version mit Uber-Unique, wenn ihr nur Duriel machen wollt mit dem Char, nur über Lilith machen wollt, nur Bosse farmen sozusagen. Und natürlich auch eine ohne Uber-Unique quasi. So, und ich spiele jetzt erstmal quasi hier die Oculus-Version, dann zeige ich euch die normale in einem Nightmare-Dungeon und danach bei Lilith und bei Duriel die Full-Damage, aber ohne Uber-Unique. So, dann wisst ihr auch, wie der Link grob aufgebaut ist. Übrigens, wenn ihr da Fehler findet, könnt ihr immer gerne auf Twitch in Streamline kommen oder auch auf YouTube kommentieren. Ich versuche, alle Fehler zu korrigieren. Ich mache selber manchmal kleine Fehler und dann, oh, habe ich dann eine Passive vergessen und, oh, in der Skillleiste sind nicht die richtigen Skills drin im Link. Das ist ziemlich viele verschiedene Link- und Bildvariationen. Da passieren mal Fehler. So. Ganz easy bei der Open-World-Version. Man kann einfach durchdashen mit Oculus. Man setzt einfach nur Hüte hin und ihr seht, die Mobs zerplatzen einfach. Die Mobs zerplatzen und wir haben so eine kleine Kettendirektion. Die kommt vom Fireball-Enchantment. Oh, hier. Einmal kurz. Pop, 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 pop. Manchmal muss man diese Typen, die die Resistance geben, zuerst killen. So, einfach Hüten vor die Mobs setzen und pop, 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 alles ist tot. Ist wirklich super bequem. Das Coole ist übrigens, durch den Oculus haben wir ja den Modifier, dass der Cooldown von Evade runtergesetzt wird, wenn wir Attacken machen. Das zählt auch, wenn die Hüters angreifen. Pop, 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 pop. Dadurch wird der Teleport sehr, 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 sehr schnell reduziert. Ganz grob zu den Skills von dem Bild nämlich. Ich zieh mal kurz den Oculus aus. Ich wollte euch nur einen kurzen kleinen Einblick geben, wie so World Tier 4 Zeugs aussieht. Da entsteht eine Kettendirektion und alles ist tot. Relativ easy. So. Hüters machen unseren Damage. Wir können bei dem Bild, das wusste ich übrigens auch nicht, bis zu 4 Hüten draußen haben. Davon haben 2 Hüten 5 Köpfe und 2 Hüten 4 Köpfe. Und zwar, weil wir benutzen den einen Modifier auf unseren Handschuhen, den Aspekt, dass wir eine weitere Hüte haben können und die Hüter länger hält. So. Aber, was sich auch selber erst herausgefunden hat, das zählt nicht nur für die Hüter, hier, zwei Hüten, sondern wir nehmen das Hüter-Enchantment, wo wir alle 167 Mana, die wir verbrauchen, eine extra Hüter bekommen. Und hier kriegen wir auch zwei Hüten. Passiv zwei Hüten, aktiv zwei Hüten und die passive Hüter hier durch Mana-Verbrauch hat sogar 5 Köpfe. Die normale Hüter hat, wenn wir sie casten, während wir healthy sind, über 80% Leben haben, hat nur einen Kopf mehr, hat insgesamt nur 4 Köpfe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ganz viel Blizzard spamme, seht ihr, da ist eine Hüter, gespawnt gerade durch Mana-Verbrauch. Naja, warte mal, ich muss Mana recken, bis sie. Noch eine Hüter, noch eine. Warte mal, noch eine. Und noch eine. Hey. Ja, ist natürlich ohne Mobs gerade mit Mana ein bisschen eklig. Warte mal, da ist eine. Hier. Wir haben uns, glaube ich, gerade kurz gesehen, dass da insgesamt 4 Hüten standen. Hier, alle 4 Hüten. Wollte ich einmal kurz zeigen, bis zu 4 Hüten. Im Fight für Full Damage haben wir das auch aufrecht. Jetzt hier ohne Mobs das zu machen, ist ein bisschen eklig auf jeden Fall. Ja, bis zu 4 Hüten und die Hüten machen unseren Damage. Die Hüten haben nahezu 100% Crit-Chance, zumindest bei der Full-Boss-Variante. Jetzt hier zum Farmen so um die 70-80% Crit-Chance, je nachdem wie gut euer Gear ist.
Die Hüten haben um die 1000% Crit Damage. Ist zwar ein additiver Multiplier jetzt, aber sehr, 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 sehr hoher additiver Multiplier. Leute, unsere Hüten setzen wir, die machen unseren Schaden in die Gegner rein. Wir spielen ein bisschen auf Range. So, Teleport offensichtlich zur Fortbewegung. Wir benutzen kein Raiment of Infinite, kein Zusammenpullen beim Farmen. Raiment of Infinite nehmen wir nur für maximalen Boss Damage, weil das uns Glass Cannon dazu gibt. Zum Farmen wollen wir das nicht haben. Zum Farmen, zum Zusammenpullen nehmen wir die Godslayer's Crown. Wenn der Gegner C10 und in dem Fall nutzen wir Freeze, werden die Gegner zusammengepult und erleiden 60% mehr Schaden. Dafür können wir einmal kurz an Elite ranhüpfen, vielleicht sogar Frost Nova casten, die Gegner übrigens auch verwundbar macht und dadurch werden die zusammengezogen. Oder, wie ich es immer mache, ich cast Blizzard auf die Gegner. Blizzard unterkühlt die Gegner nämlich noch, der chillt die und irgendwann freest er die. Du kannst ganz gut Blizzard durchballern. Wir kriegen Mana zurück durch T-Balls Will, wenn wir unstoppable sind, dort durch Teleport, durch den Vampir Dash und durch Flame Shield. Und wir haben den Prodigy-Aspekt dabei, bedeutet, wenn wir einen Cooldown benutzen, kriegen wir auch nochmal Mana. Dadurch regen wir unser Mana gegen, dass wir so ein bisschen Blizzard casten können. Mit Blizzard verbrauchen wir auch Mana und tun die passiven Hüten dadurch auch beschwören. So, das ist ganz wichtig. Plus, wir CC'en die Gegner mit Blizzard, also wir unterkühlen die, chillen die, die sind geslowt dann. Und dadurch erleiden die Gegner auch nochmal mehr Schaden von den Hüten und zwar durch, wo ist es, pop, pop, pop. Hier, Coven's Fangs, your Conjurations, das sind die Hüten, Attacks, deal 52% increased damage to crowd-controlled enemies. Die müssen nicht gefreezed sein, nicht HCC'd sein, unterkühlt. Vom Blizzard reicht schon. Deswegen haben wir den Blizzard dabei. Mana-Verbraucher unterkühlen bis zu freezen und dann werden die Gegner zusammengezogen, auch über die Godslayer's Crown. So. Flame Shield offensichtlich zum Unsterblich machen, zum Mana generieren, über T-Balls Will, offensichtlich. Und Ice Armor natürlich für die Barrier. Ja, weil Barrier hilft immer viel. So, in unserem passiven Slot haben wir die weiteren Hüten, die wir beschwören, wenn wir Mana verbrauchen. Und den Feuerball haben wir immer zum Farmen dabei, weil der diese Kettenreaktion auslöst. Wir haben den Feuerball auch voll geskillt in unserem Skilltree. Bedeutet, wenn wir einen Gegner killen, die Hüten machen nicht so viel Area Damage. Die haben zwar viele Köpfe, aber wir wollen die immer so Single-Tag-mäßig, wollen wir das einen Mob downbursten. Dann entsteht eine Kettenreaktion aus Feuerballs und alles ist tot. Und der Single-Target-Schaden von Hüten ist auch sehr gewaltig gut, den werdet ihr später vorhin bei den Bossen sehen. Das ist ein Playstyle, wie ich super easy. Hüten setzen, immer schön auf Range bleiben, Blizzard auf die Gegner. Vielleicht abends immer hingehen, freezen, zusammenziehen, direkt halt manuell quasi über die Godslayer's Crown. Und so einfach durchschnetzeln. Ja, ich würde mal sagen, ich schnetze mich mal so durch den 70er Dungeon hier durch. Das ist Jalas. Dann seht ihr auch mal den Single-Target-Schaden mit dem Boss-Setup, mit dem Farm-Setup sozusagen. Und wie so die Survivability und so ist. Man steht gut auf Range eigentlich, man hält dadurch relativ viel aus. Das ist jetzt nur ein Modifier hier mit dieser Schutzkuppel. Und ich mache hier dann, glaube ich, 60% weniger Distant Target Damage. Also Fernkampfbegleiter Schaden. Das ist genau mein Schaden eigentlich. Hier ist eine Elite. Können wir einmal kurz den machen. Seht ihr, Frost Nova, puff, und alles ist kaputt. Wir sind durch die Frost Nova, wurden die alle zusammengezogen. Oh. Und wir haben einen Butcher. Und wir haben hier das mit der Schutzkuppel. Ich gehe da mal rein. Ja. Butcher Demos können wir uns auch kurz anschauen. Ich renne mal so ein bisschen im Kreis um den rum. Ich weiß nicht, ob ich den Butcher jetzt hier überlebe. Aber ich denke eigentlich schon. Der Single-Target-Schaden hier ist jetzt nicht absolut optimal. Beim Full-Single-Target-Build, den ihr später sehen werdet, einmal kurz bei Lilith und einmal bei Duriel, da habe ich 100% Crit-Chance. Weil wir da auf noch mehr Crit-Chance gehen, weil wir einen anderen Modifier bei den Hüten reinnehmen werden. Jetzt hier habe ich keine 100% Crit-Chance und das macht einen gewaltigen Schadensunterschied aus. Aber jetzt hier zum Farmen, für mehr Area-Damage wollen wir sozusagen das Fireball-Enchantment drin haben. Und das kostet uns nämlich so ein bisschen den Single-Target-Schaden. Ah, das werde ich später erfahren, woran das genau liegt. Ich gehe jetzt erstmal hier den Butcher. Der Butcher hält wirklich extrem viel aus, also 75er. Ich kann sagen, die Hüten hauen mit dem Full-Single-Target-Build sehr, sehr, sehr stark rein. Aber man will ja was Bequemes zum Farmen haben. Butcher-Fight einfach, ihr seht, ich habe relativ gut Toughness. Ich laufe einfach so ein bisschen im Kreis, ihr seht die Hüten, hauen da drauf. Immer wenn er Schild hat, hält der Butcher relativ viel aus. Butcher tot. Relativ entspannt auf jeden Fall für einen 70er. Ist jetzt kein Sorg-Build auf jeden Fall, bei dem man instant One-Shot ist. Das ist das Gute. Außer weil ich werde von der Blitzkuppel von dem Blitz erwischt. So, wir gehen hier wieder ein bisschen durch. Zack, mal Flameshield anmachen. Flameshield geht auf Movement Speed. Seht hier Hütern, die knallen alles kaputt. Hier machen wir einmal das hier. Zack. Hütern daneben setzen. Und die Hütern machen extrem viel Schaden gegen CC'te Gegner. Und die Packs sterben einfach. So. Den können wir auch dodgen mit Flameshield. Falls ihr Mage spielt. Hier, wir können auch mal durch Blizzard alles zusammenziehen lassen. Achtung, hier, zack. Alles gefreezed, alles zusammengezogen. Klappt auch wunderbar mit Blizzard. Aber Blizzard ist hauptsächlich quasi zum Chillen da, zum Mana-Verbrauchen da. Ja, da war der Cooldown von der Godslayer's Crown noch nicht ready. Die wurden nicht zusammengezogen.
Immer dann denken die Godslayer-Skram hat, glaube ich, einen 12 Sekunden Cooldown. Sagen könnten sie auch entfernen. Finde ich ein bisschen schade. Mit der Godslayer's Crown könnten sie gerne den Damage runterdrehen, dass sie meinetwegen die Gegner nur 30% mehr Schaden erleiden oder so, aber man öfter zusammenpullen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Source, um sozusagen im Rift zusammenzupullen. Im Rift, im Dungeon. Weil ansonsten hast du immer nur diesen Melee-Playstyle, mit dem du zusammenpullst bei Sorg. Dass du immer mit Raiment of Infinite in die Gegner reinhüpfen musst, um zusammenzuziehen. Oder halt die Ulti, die Schlangen-Ulti, um zusammenzupullen, aber ohne Flickerstep hast du die auch nicht viel ab. Und für Flickerstep musst du halt auch mal relativ nah an den Gegnern dran stehen oder immer durch die durchhüpfen. In den meisten Sorg-Builds wirst du halt eher Esus benutzen für bis zu 100% Credit-Chance. So, hier, die machen wir auch einmal kurz kaputt. Und ich sage euch, der Hydro-Playstyle so zum Dungeons-Farm, nennt man Dungeons-Farm, ist nicht das Allerschnellste, sondern relativ bequem, relativ gemütlich. Und relativ safe auf jeden Fall von der Toughness. Du stehst immer schon weg von den Gegnern. Du kannst theoretisch viel moven, weil eigentlich nur die Hüters gestellt sein müssen. Ein bisschen Blizzard drauf sein muss. Und die Gegner sterben einfach. Kannst du dich auf Ausweichen konzentrieren. Und zum Dings-Farmen hier. Zum World-Tier-4-Farmen. Sehr, sehr, sehr bequem und sehr schnell. Mit Oculus einfach nur Hüter in den Händen setzen. Fireball-Kettenreaktion, die Hüters one-shotten alles, ohne dass irgendwie CC'd ist oder so. Super, super, super bequem. So, wir, das geht jetzt genau mit dem Blitz aus. Ich will nur den Conduit auslaufen lassen. Weil mit Conduit zeigt man immer den Playstyle ein bisschen schlecht. So. Ja, für alle, die sich übrigens fragen, was mit dem Tal'Rasha-Ring ist, der jetzt hier die Tage kommt. Jede Klasse kriegt ja einen neuen Ring. Einen so malignant Ring. Und Sorg kriegt da einen extrem, extrem guten, den ich in jeden einzelnen meiner vier Builds einbauen werde. Also bei Frozen Orb, bei Meteor, bei Hydra und bei Nova, Chain Lightning Nova. Und dazu wird es auch kleine Updates dann geben. Ich werde die D4-Planer links updaten. Grob gesagt ist eigentlich immer, du lässt den schlechtesten Multiplayer sozusagen weg und nimmst stattdessen einfach dann den Ring mit. Weil der Ring ist in den meisten Fällen mindestens ein 45% Multiplayer. 15% pro drei Elemente, Feuer, Kälte, Blitz, 45%. Und in vielen Fällen lässt du quasi den Multiplayer weg, mehr Damage, während du Barriere hast. 25% mehr Damage, den lässt du meistens weg, nimmst stattdessen den Ring mit. Musst halt dann nur immer hin und her tauschen deine Slots so, dass du den möglichst halt auf einem Ring hast, dass du ihn dann weglassen kannst. Zack, wieder schon zusammenziehen, Hütern hin, bup, bup, bup. Die Hütern machen übrigens keine ultra hohen Schadenszahlen, die kritten nicht mega hoch. Das sind so 100.000er, aber ihr müsst rechnen, wir haben da insgesamt 18 Hüterköpfe. Wir haben relativ viele Hits auf jeden Fall auf die Gegner. So, das dodgen wir nochmal hier mit. Zack. So. Und ihr seht, der Boss schmilzt auch 1000mal schneller übrigens wie der Butcher. Aber es ist auf jeden Fall auch in einem 70er Butcher-Proofed. Wie gesagt, denkt immer dann, mein Damage, mein normaler Damage ist ein bisschen höher. Das ist ein negativer Modifier hier gerade bei dem Key. Aber ich wollte euch mal einen schönen 70er zeigen. Ein schöner Dungeon. Aber war halt quasi drauf 70% weniger Damage durch Distant Targets. Ja, aber muss ich sagen, super bequem, hat mich absolut überrascht. Ich dachte eigentlich nach dem Levelprozess, dass die Hüters gar nicht so hart reinhauen. Aber wo ich erfahren habe, dass man bis zu 4 Hütern haben kann, dass die Doppelhüters auch für die Passive zählen, hat das noch ein bisschen was geändert. Plus dann den maximalen Crit-Damage, den man wirklich sammeln kann mit dem Bild. Durch einmal natürlich die Destruction-Glyphe, die die allgemeinen Crit-Damage gibt. Und dann noch über die... Nein, das ist es nicht. Hier, die Invocation-Glyphe, die neue. Die uns nochmal bis zu 216% Crit-Damage mit Conjurations, also für die Hüten gibt. Hier haben wir 216 Hüter-Crit-Damage und hier kriegen wir 134 Normal-Crit-Damage. Und ich habe auch so von meinem Gear her jetzt einfach hier 457% Crit-Damage. Also es ist relativ viel Crit-Damage gegen Vulnerable noch ein bisschen mehr. Ich glaube, hier rechnet sogar den Hydra-Crit-Damage direkt rein. Ich glaube, ansonsten wäre die Zahl nicht so hoch. Ja, und das kann man halt noch multiplizieren lassen, immer mit Devouring Blaze, mit der einen Passive von Zorg. So, das soweit zum Playstyle. Ihr wundert euch vielleicht wirklich, weil ich noch ein paar Skills hier drin habe, die ich teilweise nicht benutze. Zum Beispiel, ich habe hier Ice Blades und dazu kommen wir jetzt gleich in der Boss-Version. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal kurz zu Lilith und da erkläre ich euch nämlich den Single-Target-Damage und danach machen wir nochmal Duriel. So, ich stehe ready for Lilith und jetzt kommt quasi der Change vom Farmbild für Nightmare Dungeons hin zu Full Single Target Boss Damage. Also nur für Lilith oder Duriel oder so, oder wenn ihr einfach nur am Boss klatschen seid. Es ist ein bisschen was zu ändern, aber eigentlich auch nicht allzu viel. So, als allererstes, wir ziehen die Godslayer's Crown aus und ziehen normalen Helm an. Im besten Falle normalerweise Harlequins Krone für plus 4 All Skills. In dem Fall aber hauptsächlich einen Helm auf jeden Fall mit plus 4 Hydra. Das ist halt wichtig für mehr Plus Skills, für mehr Single Target Schaden. Der Pull und so hier von der Godslayer's Crown, der bringt uns eigentlich nichts bei Lilith. So, da habe ich noch den Disobedience-Aspekt für ein bisschen mehr Prozentualrüstung.
So, und von Items her wechseln wir dann noch die Brust, und zwar von hier einer normalen Brust hin zu Raymond of Infinite, weil die plus 2 Glass Cannon hat. Das ist eine Passive, die uns einfach nochmal pur mehr Damage gibt, aber wir leiden auch ein bisschen mehr Schaden. Aber für den maximalen Schaden bei Lilith wollen wir das auch anziehen. Mehr Gear switchen wir dann gar nicht. Jetzt kommen wir zu Skill Switches. Und zwar als allererstes, wir brauchen hier bei Lilith Single Target keine Frost Nova, wir nehmen stattdessen die Ice Blades rein. Für eine weitere Conjuration, für die Conjuration Mastery. Und die Ice Blades greifen auch relativ schnell an. Die haben hier nochmal 10% mehr Attack Speed pro aktive Ice Blade, die draußen ist. Die setzen selber so ein bisschen ihren Cooldown runter. Das heißt, man kann die öfter auch mal aktivieren. Auch zum Mana bekommen. Über den Prodigy Aspekt ist das nicht schlecht. Aber hauptsächlich sollen die ein bisschen schneller Dings blocken hier. Fiete Coven. Vampiric Power, die gibt uns nämlich nochmal 10% mehr Damage mit einer 60%igen Lucky Hit Chance von unseren Conjurations, von unseren Beschwörungen. Die Hydras haben leider sehr schlechte Lucky-Chance, das heißt, das bekommen wir besser geprockt mit Ice Blades. Lilith müssen wir immer noch aber verwundbar machen. Normalerweise viele Gegner machen wir verwundbar mit Frost Nova. Aber wenn die Gegner den Vampiric Curse bekommen, also nach dem Durchdashen, sind die auch verwundbar durch hier Coven's Fangs, nee, durch hier Pray the Weak. Wenn die Vampiric Curse haben, sind die verwundbar. Und das machen wir durch Metamorphose. Das heißt, wir dashen einmal durch Lilith durch, damit die den Curse hat, Vampiric Curse und verwundbar ist. So. Dann haben wir noch ein bisschen was, was wir ändern müssen. Und zwar als allererstes, wir nehmen den Fireball raus. Der ist ja eh nur für Area Damage da, für diese Explosionen. Wir tun stattdessen den Firebolt rein. Dass wir mit jedem Hit Gegner anzünden. Denn nur wenn Gegner angezündet sind, also brennen, dann bekommen sie prozentual mehr Crit Damage durch Devouring Blaze. Devouring Blaze ist ein prozentualer Multiplier für einen additiven Stat. Wir haben unsere 400% Crit Damage, die halt multipliziert werden. Ein Multiplikator, ein 40% Multiplikator für einen additiven Stat ist immer noch relativ viel. Auch wenn das additiv ist, das ist halt ein riesiger Batzen additiv sozusagen, mehrere hunderte Prozent additiv. Was dann auch multiplikativ gesehen so 20-30% mehr Damage sind. Heißt, wir wollen definitiv nicht darauf verzichten. So. Und was wir dann noch machen nämlich, denn im Dungeon zünden wir die Gegner nämlich immer anders an. Da zünden wir die Gegner über die Hütten an. Da haben wir hier Summoned Hydra, die 60% nochmal Burn Damage macht. Das ändern wir um und nehmen nämlich hier Invoked Hydra. Und zwar, nachdem wir critten, bekommt unsere Hüter 30% mehr Crit Chance. Das habe ich nämlich eben schon erwähnt. Unsere Hüten haben 100% Crit Chance, denn wir bekommen Bonus-Crit-Chance, nachdem wir gedasht haben, weil wir Bonus-Movement-Speed bekommen über die Esus-Boots. Und die Esus-Boots geben uns 30% unseres Movement-Speeds in Crit-Chance. Schaut euch meine Crit-Chance an, 47% von dem Rolls auf dem Gear. Ich dash einmal, 70%. 70% nach dem Dashen, 30% mehr bekommen die Hüterin, 100% Crit-Chance für die Hüterin. Bedeutet auch von diesem additiven Crit-Damage-Multiplayer tun sie zu 100% profitieren. Plus Gegner bekommen ja an sich nochmal 50% mehr Schaden, wenn du crittest. Da ist nochmal ein eigenständiger Multiplayer drin bei Crit Damage. So, das haben wir geändert. Wir haben die anderen Hüten drin. Wir haben hier quasi Firebolt reingetan. Wir haben die Ice Blades reingetan. Und wir haben zwei Items geswitcht. Und schon sind wir auf dem Full Single Target Damage Modus. Und jetzt schaut euch an, wie Lilith gleich downbrutzelt. Hüten hinsetzen, Ice Blades beschwören. Bisschen Blizzard drauf. Ist ein bisschen ausweichen, aber Lilith ist wirklich sau schnell downgebrutzelt. Was ihr ein paar kleine Tipps braucht als Wizard, wie man am Anfang den Wellen dodgt. Entweder ihr macht Flameshield an und ihr seid unsterblich und dann kommen halt einfach die Wellen und ihr sterbt nicht. Oder ihr portet drüber, dann aber immer an die Wellen am Rand gehen. Das sind immer drei Reihen an Wellen am Anfang. Lilith schießt in der Mitte zwei Stück hintereinander und am Rand kommt immer nur eine. Stellt euch an den Rand, portet über die eine drüber einfach. Und die eine kommt entgegen der Welle in der Mitte. Dann seht ihr, die Welle in der Mitte kommt von oben, dann kommt die andere von unten sozusagen am Rand. Müsst ihr nur drüber porten. Ihr könnt sogar teilweise mit dem Vampir Dash durchdashen. Funktioniert bei mir aber nicht immer. Irgendwie trotzdem sterbe ich da manchmal, aber mit Teleport klappt es wunderbar. Das heißt, ihr habt zwei Möglichkeiten auszuweichen. Leute, wenn sie zwei Wellen hintereinander macht, easy gedodged. Und mehr macht sie normalerweise auch nicht, wenn ihr genug Schaden macht sozusagen und ihre Minions weghält. Ja, ich würde sagen, wir hüpfen rein. Und nicht wundern, in der zweiten Phase, wenn sie ihre Plattform wegbricht, dann gibt es so einen Punkt, wo sie nicht mehr Schaden bekommt, weil die Hüten sie nicht angreifen. Weil gegen Ende von diesem Plattform unterbrechen, zählt sie nicht mehr als targetable. Dann ähnlich wie bei dem Test-Dummy momentan, dann greifen die Hüten nicht an. Also da nicht wundern, man muss zwischendrin nochmal ein bisschen Schaden machen bei Lilith sozusagen. Die wird nicht instant bub down gekillt und dann auf dem Plattform stirbt die, sondern die pottet immer nochmal in die Mitte. Macht dann so einen Wirbel, in den sie einsaugt. Da portet man entweder auch raus mit Teleport oder macht Flameshield an und überlebt es einfach. Und kurzelt die da noch ein bisschen down. Grobe Erklärung, ich zeige es euch mal in der Praxis am besten. So. Ganz wichtig, das erste, was ich mache gleich, Vampiric Curse, durch sie durchdashen, dass sie permanent verwundbar ist. So, dann Hütern hinsetzen, Blizzard casten
schauen, dass ich immer möglichst unstoppable bin für den Bonus-Damage von den T-Balls. Könnt hier auch zum Beispiel Flameshield anmachen. Zack, 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 zack. Ihr seht, sie brutzelt einfach down. Wieder Hydrant hinsetzen. Seht ihr auch die Minions, sind ruckzuck down. Schauen wir, wo ihre Wellen kommen. Ah, sie macht gar keine Wellen gerade. Okay. Nochmal hier Dings an. Zack. Hier, Flameshield einfach an. Ihr seht, in der Mitte kommen hier zwei Wellen. Und ihr seht, hier die am Rand kommen entgegen. In der anderen Richtung. So, erste Phase schon gleich down. So, Achtung. Ja, drüber geportet. So weicht man den Dingern quasi als Sorg easy aus. So, erste Phase down. Und die zweite Phase, damit sie nicht diese komischen Verfolgungsschädel macht, muss man ihr am Anfang ein bisschen weniger, fast ein Viertel, so 15, 16, 17%, oder ich weiß nicht genau, muss man ihr abziehen, bevor sie ihre Blobbles hinspawnt. Bedeutet, wir spammen schon mal Hüten, dass wir ganz viele Hüten haben und vor allem alle vier Hüten haben. Dann dashen wir einmal durch die durch, ballern alles unser Zeug durch und ihr seht, zack, 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 wie sie downwurzelt einfach. Ganz wichtig, Hüten erst hinsetzen und direkt durch sie durchdashen, sobald es geht, dass sie direkt verwundbar ist. Und ihr seht jetzt hier, greifen die Hüten nämlich nicht mehr an. Das heißt, wir müssen hier gleich in der Mitte, wenn sie hinkommt, nochmal ein bisschen Schaden machen, bis sie weiter Hüten hinsetzen. Und das meine ich, da kann man einfach rausporten, aus diesem Swirl. Weil sie macht da so einen Stoß auf den Boden, der einen in den meisten Fällen one-shottet. So, weiter auf sie draufhalten einfach. Jetzt schießen die Hüten wieder nicht. Hier immer warten, bis der Schmodder weg ist und dann erst in die Mitte gehen. Setzen hier weiter ein paar Hüten. Zack, zack, zack. Jetzt macht sie, glaube ich, nochmal den Swirl. Oder macht sie den Swirl nicht? Dann killen wir sie vielleicht jetzt hier. Mal gucken. Ja, vielleicht müssen wir sie in der Mitte gleich noch killen. Ja, müssen sie gleich in der Mitte noch killen. Das ist halt immer das Problem, weil die Hüten da nicht richtig angreifen. Heißt hier, zack, zack, zack. Ja, und jetzt dem da. Von dem kann man auch noch One-Shot sein, wenn man nicht so viel aushält. Da einfach ein bisschen durch die Gegend laufen, da werdet ihr davon nicht getroffen. Ja, und das war eigentlich Lilith. Easy first try mit Hydras. Zeige ich jetzt noch einmal kurz Duriel. Okay, hier bin ich. Vollständigkeit halber natürlich am Ende immer noch einmal Duriel, um zu zeigen, dass auch wirklich der härteste Boss, der sich lohnt zu farmen, relativ easy mit dem Bild spielbar ist. Deswegen gehe ich immer noch mal bei Duriel rein. Lilith ist zwar eigentlich noch mal härter als Duriel. Und die war ja eigentlich auch kein Problem, aber Duriel ist halt praxisnah. Den farmt man halt wirklich in der Realität öfter. So, wir sitzen aber bei Hüten hin. Hier, pop, pop, pop. Die kleinen Duriels sind ruckzuck down. Durch den großen Dash und auch gleich einfach einmal durch, sobald er angreifbar ist. Achtung, zack. Und dann bin ich fast gestorben von seinen komischen Rissen. Aber ich habe es gerade so überlebt. Hüters hinsetzen. Ah, hoffen, dass er sich nicht einbuddelt. Und dass wir unstoppable sind, ein bisschen auf Range stehen. Zack, 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 zack. Man sieht, Julia hält ein bisschen mehr aus, würde ich mal sagen, als die erste Phase bei Lilith ungefähr. Vielleicht hat er auch ein bisschen andere Resistance oder so einfach. Aber ist natürlich nicht so schwer wie Lilith. Lilith mit ihren Phasen und ihren One-Shot-Attacken ist potenziell immer ein bisschen schwieriger. Duriel nervt immer nur, weil er einbuddelt sich im Boden. Und da ist er dann, down. Auch super easy. Ein paar Hüten hinsetzen einfach, ein bisschen Ice Blades casten und so. Und down ist er. Das ist übrigens kein Über-Unique, nein, das ist eine Blue Rose. Okay, das war Hydra's Hawk. Ich muss sagen, ein Bild, der mich absolut überrascht hat. Ich werde wahrscheinlich auch von, wie gesagt, von allen Builds nochmal eine kleine geupdatete Version zeigen, wie die dann mit dem neuen Ring aussehen, den Tal-Rasha-Ring. Und auch quasi mal so eine Gegenüberstellung machen, vielleicht Lilith mit all meinen vier Sorg-Builds hintereinander und dann 100er Nightmare Dungeon mit allen vier Sorg-Builds hintereinander, dass man die auch mal so ein bisschen im Playstyle und in der Art und Weise vergleichen kann. Plus, die nächsten Wochen kommen natürlich ein paar Optimierungen dafür noch, dass damit dann auch der Avatar auf sie am besten klappt, der quasi Greater Rift. Ja, falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt, haut es in die Videokommentare oder kommt live auf Twitch vorbei. Wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.